So. Machst du den beiden mal jeweils eine Potion. Und ihr machst du sicherheitshalber auch mal eine. So. Braucht jemand Essen? Ja, du brauchst den Fisch. Gut. Und du kannst wieder das in die Hand nehmen. Eigentlich könntest du den Stab in die Hand nehmen. Da hättest du mehr Mana. Auch wenn es nur 5% wären. Jewel Pendant. Willpower plus 2. Na, das nenne ich doch mal was. Eine Speed Potion. Kann damit rein. Okay, da habe ich mich wohl verkalkuliert. Also ich dachte, dass man so da drüben hinkommt, aber nö. Hier war einfach bloß das Willpower Pendant drin. Sage ich auch nichts gegen. Das ist praktisch. Zwei mehr Willpower heißt mehr Mana Energieregeneration. Und heißt mehr Piu Piu. Da geht es wieder zurück. Ich will aber da lang. So. Genau. Hier ist nichts versteckt. So, damit öffnen wir das hier. Ich sehe wieder grünen Schleim. Dahinter. Aua, die können durch Gitter spucken. Habe ich ganz vergessen. Und hier hinter sehe ich auch noch grünes. Habe ich auch noch grünes Leuchten gesehen. Eine Fackel. Da wird nicht lang gefackelt, die kommt mit. Ein Stück Käse kann auch mit. Ist hier unten was? Nein, ist nichts hier unten. Wie geht dann zur Hölle die Tür auf? Ah ja. So geht die Tür auf. Da muss der Stein für ihn halten, hä? Wow. Na, ganz toll. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Trinkt Heiltränke, trinkt Heiltränke. Okay, es sind drei Stück von denen, das ist noch schlechter. Du trink noch mal einen Heiltrank. Okay, nicht gut. Zumal ich das Ganze jetzt noch mal machen muss. Weil hier kommen wir nicht mehr raus. Nein, jetzt kommen wir definitiv nicht mehr raus. Nein, das ist nicht schön. Weapon Jammed. Ich kann laden. Mal wieder. Und ich glaube, wir dürfen das alles jetzt nochmal machen, weil ich nicht mehr gespeichert habe. Schwierigkeitsgrad, kein Speichern. Genau, das haben wir alles noch nicht gemacht. Erstmal hier lang gucken. Hier war nämlich nur ein Heilpilz. Nebenbei heil. Isst du mal das? Dann machen wir gleich mal jedem zwei Heiltränke. Sicher ist sicher. So, 2, 2. 2. Gut, gut.
Und du nimmst den da wieder. Und dann können wir weitergehen. Also ja, ich nehme mal an, wir finden in den beiden Sachen, Dingern den Schlüssel. Jeweils einen Schlüssel für die beiden Hebelräume. Und kommen da wahrscheinlich runter zu diesem Hamlet. Aber ich würde vorschlagen, wir gucken erstmal hier lang jetzt dieses Mal. Kraut. Und hier gibt es gar nichts. Ah doch, hier gibt es einen Knopf. Vielleicht ist hier was angenehmeres unterwegs als Schleime und Eiswerfer. Eine Leiter nach oben. Die zu gar nichts führt. Und eine Leiter nach unten, die zu weiteren Passagen führt. Frostbomben, ein Laib Brot. Und ja, ich habe eine Truhe gesehen. Noch eine Fackel. Hehe. Eine Art Gefängnis. Alte Freunde. Also ja, die da sind neu. Die Skelettbogenschützen kenne ich noch aus dem ersten Teil. Wow. Und es wird dunkel. Das ist nicht gut. Ja, bist du der Einzige hier? Dann bist du relativ angenehm. Wenn ich nur dich befreit haben sollte. Wow. Ja. Was bringt der Helm eigentlich? Protection plus 5. So. Der da ist da unterwegs. Na, noch habe ich nichts befreit. Au, außer euch beiden. Wow. Ja, ich mag euch nicht. Ihr seid nämlich heftig die blöden Krabben, Skelettkrieger. Skelettbogenschützen, besser gesagt. Au, ich habe einen gestunt wenigstens. Wow. So. Pfeile einsacken. In die Nische zurückziehen, kurz schlafen. Und ich glaube, sobald ich den Raum geschafft habe, gehe ich zurück und speichere sicherheitshalber. Da ist noch einer, da sind noch Bogenschützen eingesperrt. Genau, dann kommst nämlich du raus. Habe ich die anderen befreit, die da noch rumgewuselt sind? Nein. Oh, ich darf nicht vergessen, die schlagen auch zur Seite.
Wow, das war... Was ist das für eine Waffe? Ach so, das ist so eine... Axt. Da sind noch zwei Pfeil mit Pfeil und Bogen eingesperrt. Und da ist noch einer mit Pfeil und Bogen eingesperrt. So. So, habe ich... Ah ja, ich habe euch befreit. Gut. Wow. Das war daneben. Das war ein schöner Treffer. Nein. Das ist kein Zauber. Gut. So. Out of Energy ist auch nicht gut. Falsche Ecke. Ja, mit Untoten tanzen. Ist doch etwas angenehmer, als sich mit den Schleimen rumzuschlagen. Ei, Kumpel. Ich lass dich mal freundlicherweise raus. Au. Aber nur dich. Deinen Freund will ich nicht draußen haben. Oder habe ich dich... Ja, ich habe dich doch rausgelassen. Macht nichts, dein starker Freund ist tot. Es bist nur noch du übrig. So. Sehr schön. Das war's schon mit euch. Soll ich das jetzt wirklich einfach so glauben? Ich gehe mal in die Teleporter und guck mal kurz, was es hier so gibt. Außer natürlich Wege nach unten. Und ein paar Bloodwood Caps. Nö, also da ist schon mal nichts. Hier sehe ich auch kein Secret zum Drücken. Ich mache das mal weg. Wo bin ich? Hier bin ich. So, das heißt... Die Teleporter mal kurz ausmachen. Ich gucke gerne noch da runter nachher gleich. Aber wie gesagt, ich habe dieses Gebiet geklärt. So gesehen... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da oben rankommen soll an die Truhe. Au. Nein, so tue ich mir nur weh. Die Fackel kommt mal mit. Fackelhalter sind nämlich auch gerne mal Rätselkomponenten. Du gibst mir mal wieder einen neuen Lichtzauber. Ich habe nämlich eigentlich so das Gefühl, dass ich da eine Brücke irgendwie machen kann. Aber hier sehe ich keinen Schalter dazu. Hier ist nur der Weg zurück. Hier ist auch kein Schalter. Hier war nur die Fackel. Kein Schalter, kein Schalter. Hier sehe ich übrigens auch irgendwas. Kein Schalter, kein Schalter. Nein, nein, auch nicht. Nein. Nein. Nein.
Da ist der Raum. Und hier sehe ich auch nirgends einen Schalter. Hier auch nicht. Weil hier sehe ich Mauern, also da könnte was hochgehen. Und eben, ja, die Truhe. Hey.